Ein symbolischer Akt und ein weiterer Meilenstein. Der Lückenschluss auf der Neubaustrecke VDE 81 zwischen Nürnberg und Erfurt bedeutet, dass ein neuer hochmoderner Verkehrsweg die Bundesländer Bayern und Thüringen verbindet. Die Deutsche Bahn begrüßt Sie recht herzlich zur ersten Fahrt auf der Neubaustrecke Erfurt-Ebensfeld zum Lückenschluss im Abschnitt Tunnel Müss. Bei der 4 Kilometer langen Zugfahrt ist der Projektleiter erleichtert, dass ein Jahr vor der kommerziellen Inbetriebnahme erste Züge auf der Strecke fahren können. Es fühlt sich so an, wie es sich anfühlen müsste, nämlich sehr ruhig, sehr gelassen und mit einer hohen Qualität. Und sehr, sehr viele Leute haben mit daran gewirkt, dass es hier ein Erfolg ist. Das ist keine Sache von wenigen, sondern das ist eine Sache von vielen. Auch die politischen Vertreter der Freistaaten Bayern und Thüringen würdigen die Bedeutung der neuen Verkehrsachse. Ich sehe in ein Verkehrsprojekt von epochaler Bedeutung. Da ist letztendlich jetzt verkehrlich endlich umgesetzt, was zur Wiedervereinigung gehört, nämlich dass man mit einer modernen, schnellen Verkehrstechnologie in ganz Deutschland gut unterwegs sein kann. Das heißt, jetzt ist Thüringen wirklich das Herz Deutschlands, zumindest im Schienenfernverkehr. Unsere Aufgabe jetzt, dafür zu sorgen, dass der Schienennahverkehr so ist, dass alle Thüringerinnen und Thüringer, natürlich auch die Franken in Coburg, so schnell wie möglich zum ICE halt kommen. 29 Brücken sind entstanden, 11 in Bayern, 18 in Thüringen. 22 Tunnel sind gebaut, 8 in Bayern, 14 in Thüringen. 56 der 107 Kilometer Neubaustrecke verlaufen im Tunnel oder auf Brücken. Herausragend ist, dass wir erstmals eine Strecke bauen, die über 600 Meter über Meeresspiegel führt, also die Thüringer Wald in relativ hoher Höhe quert. Dass wir eine ständige Abfolge hatten von Brücken- und Tunnelbauwerken und das musste logistisch beherrscht werden. Und ich glaube, dass wir das ganz gut hingekriegt haben und nicht zu viel Wald vernichtet haben bei der ganzen Geschichte. Man sieht das hier draußen, dass die Einschnitte, die wir gemacht haben, schon wieder fast vernarbt sind, fast schon kaum noch erkennbar ist, wo wir da drin gearbeitet haben. Die Verlegung der festen Fahrbahn ist eine wesentliche Voraussetzung für den Lückenschluss. Dieses moderne Gleisbaukonzept, bei dem Betontrageplatten wie Dominosteine hintereinander verlegt werden, ermöglicht Geschwindigkeiten bis 300 Kilometer pro Stunde, mit denen Oberfranken und der Thüringer Wald durchquert werden. Bis zu 3000 Beschäftigte waren in den letzten 10 Jahren gleichzeitig am Bau des größten Infrastrukturprojekts in Deutschland beteiligt. So, ohne vernünftiges Ingenieurwissen geht es hier halt schlichtweg nicht, denn das ist ein einzigartiges Zusammenspiel. Wir sind heute im Terminplan. Wir haben wirklich unwesentliche Kostensteigerung, das heißt im Wesentlichen seit 10 Jahren kostenkonstant. Und wir haben vor allen Dingen eine sehr große Übereinstimmung bei den Lösungen, die wir gefunden haben mit den Kommunen und Gemeinden. Die Abkürzung VDE bedeutet Verkehrsprojekt Deutsche Einheit. Hier unmittelbar an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, anders auch darüber noch einmal nachzudenken. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, wie hier die Grenzzäune waren, wie hier bewaffnete Leute auf beiden Seiten waren. Und wir bauen jetzt neue Verkehrsverbindungen. Das zeigt, ja, wir haben doch eine unheimlich positive Entwicklung. Und ich freue mich sehr, was gelungen ist, in den letzten 25 Jahren voranzubringen. Im Dezember 2017 soll die Strecke eröffnet werden. Testfahrten haben begonnen, bald stehen die sogenannten Hochtastfahrten an. Noch viel zu tun im verbleibenden Jahr. Ich wünsche mir, dass die Zulassungsprozesse ein bisschen konstanter ablaufen. Die Spannung bleibt bis zur letzten Minute. Das ist wie beim Fußball, nach dem 1:0 ruht man sich nicht aus, sondern das Spiel ist vorbei, wenn der Schiedsrichter pfeift. Das große Ziel, München-Berlin in 4 Stunden zu verbinden, rückt näher. Die Freistaaten Thüringen und Bayern sind jetzt enger denn je miteinander verbunden.